Hallo und herzlich willkommen zurück zu Orcs Master I3 mit dem China. Hallo. So, dann drücken wir mal auf Fortfahren und gucken mal, wo wir hinfahren. Die Kanonenfeste, Kriegsszenario. Dann gucken wir mal. Eismu. Insmu ist da, das ist doch schön. Sehr tropische Gegend, nach dem, was ich hier in der Vorschau sehe. Max, andere Kriegsmagier sahen eine viel größere Armee, die unterwegs zu dem Riss in dieser Festung ist. Oh, wow. Das klingt fast nach echter Besorgnis. Sie starten bloß mit Fliegern. Meine Sorgen immer dem Orden und dem Schutz der jungen Lehrlinge gelten. Ich kann hier nicht richtig hinsetzen, okay. Wo kann ich denn hier Kriegsszenario-Zeug hinsetzen? Warum ist das ein Kriegsszenario, wo ich kein Zeug hinsetzen kann davon? Naja, draußen? Ich bin hier draußen auf dem Balkon. Was sind hier noch mehr draußen? Ach, hinter der Tür, ja. Da kann man, ne? Nicht, dass es so viel gäbe, wo man großartig was setzen könnte dann anschließend. Nein, kann man nicht. Oh Gott. Ja, das wird interessant. Hier kann man nichts setzen von dem allen. Klar, wenn man halt so ein paar Sachen aufwertet, dann kann man die auch intern setzen, aber das haben wir jetzt nicht großartig. Den habe ich ja schon gesetzt. So. Evo 6 da. Ja, großartig. Wie kommt man da es hoch? Ist halt was, wo hoch? Es gibt hier einen da. Oben. Kann ich denn da jetzt zum Beispiel... Ach, da könnte ich. Wo könntest du? Hier auf dem Balkon könnte ich. Ja gut, die bringen uns jetzt gerade nicht sehr viel. Nee, aber zu wissen ist es schon mal was. Ja. Oh, also ich glaube Barrikade, obwohl doch Barrikade könnte man vermutlich gebrauchen nachher, wenn die zu Fuß kommen. Hallo, alter Fallfreund. Oder? Nein, hier. Macht es Sinn? Müssen sie auf jeden Fall umleiten. Ja, und also das ist durch die mittlere... Ja. Das macht durchaus Sinn, die Barrikaden nachher. Wie viel kosten sie denn? Sie sind wie... Das wäre 2000 für mich. Dekorationen. Zwei Barrikaden. Wo hast du sie hingesetzt? Ah, hier vorne. Eins, ja. Zwei... 750 kostet mich eine im Moment. Ja, ich spare bei denen halt. Ja, noch sparst du. Ich bin ja jetzt auch gerade dabei, die komplett aufzuwerten. So. Ich habe halt nur diese Deckendinger hier. Gegen Flug und das war's. Aber ich glaube, wenn ich... Warte mal kurz, wenn ich das so mache. Was haben wir denn? Ich sollte das jemanden für mich tun lassen. Schwach gegen Kopfschuss, schwach gegen Kopfschuss und Eisschaden. Gegen Kopfschuss und Feuerschaden, gegen Kopfschüsse. Sind die jetzt so okay. Genauer geht's einfach nicht. Nee, der ist schlecht gesetzt. Fallen platzieren macht immer Spaß. Hier müsste noch. Das sitzt wie angegossen. Ja, im Moment sind das von mir dann wahrscheinlich die besten Fallen. Sagt er so einfach allzeit bereit. Ja, gut, das wird doch. Ach, du hast die Höhe austariert. Sehr schön.
Das sollte hoffentlich so ein bisschen was bringen. Ich denke schon. Ich denke schon. So, dann los. Ich bin sowas von bereit. Ich bin sowas von bereit. Fluggegner in der Luft! Ziel auf die Köpfe. Naja, du musst es so sehen, das ist eine Schnellfeuer Schrotflintenarmbrust, mit der man nicht so gut zielen kann. Da das, wenn ich länger gedrückt halte, das Fadenkreuz größer wird. Ich hab nicht mein sinnvolles Fadenkreuz. Ich hab bloß so ein Viereck, wenn ich länger drauf drück. Also Kopfschüsse sind Glückssache. Ja, ich halt auch bloß in die Richtung. Meine. Klar, es fängt auch bei mir mit einem kleineren Zielbereich an, der wird größer. Was ist das? Nee. Ohne Kopf passt man definitiv leichter durch Türen. Oh, jetzt kommen sie von einer Seite. Das heißt, ich gehe mal kurz nach oben und gucke mal, ob ich die guten... Ja, die kann ich aufstellen. Das hier. Und hier könnte ich das da noch aufstellen. Gucken wir mal, wenn wir sie umleiten, dann leiten wir sie mit Absicht ja hier lang. Kann ich das schon mal aufstellen, weil ich eh nur noch wenig übrig habe. Das sollte für ordentlich Chaos sorgen. Wieso wurden die so viele Jahre geheim gehalten? Was? Bin ich auf der falschen Seite? Natürlich bin ich auf der falschen Seite. Was machst du bitte auf der falschen Seite? Ja, Unsinn natürlich. Was glaubst du denn? Du weißt, du glaubst doch nicht etwa, dass ich hier... Ach, du hast da einen Turm aufgestellt? Okay. Ja, ich hatte aber nicht mehr genug Geld, um noch was draufzupacken. Das kannst du gerne machen, also du kannst das ausnutzen. Ich kann das ausnutzen, sagst du? Ja, weil hier der Balkon ist, hätte man locker draufstellen können. Ja, aber vom Turm aus kann man aufs Tor schießen. Das stimmt, ja. Ach, du hast das da unten dann doch hingestellt. So, aber dann... Okay, die kommen jetzt erstmal von da, wo du... Ach, nee, kann ich dann nicht aufstellen. Mist. Aber das kann ich drüben schon mal aufstellen, dieses Gefrierding am Boden. Dann haben wir das hier drüben auch gleich. Gefrierding am Boden. Er ist sowas von bereit. Bereiter geht's gar nicht mehr. Ja, bereiter geht's gar nicht mehr. Da kommen weitere Feinde! Die schießen aber weit. Ja, vor allem, sie schießen schon, bevor die ersten Gegner da sind. Ich glaube, wir müssen hier drüben... Ich mag das einfältige Typ. Fluggegner im Anflug! Was? Oh. Was? Hier, oder? Von der Seite. Ha?
Ah, die kommen von der Seite hier. Das Problem ist, damit sind sie Finger, aber halt... Finger. Ich brauche am Tor. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Ah, ich bin gestorben. Ja, ich versuche hier oben halt zu verhindern, dass sie durchkommen, die Flieger. Ach. Ja. Wo ist denn der hergekommen? Aui, aui. Moment. Autsch. Mich erwischt? Wo bin ich denn jetzt gestorben? Vielleicht durch einen Bogenschützen oder so. Das würde ich nicht nochmal machen wollen. Seine Zeiten als Boss sind vorüber. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Oh oh. Bogenschützen. Explosivpfeilbogenschützen. Eine Barrikade wird angegriffen. Du musst mich nicht angreifen oder die Barrikade. Das war nicht ich. Doch, zuletzt eben ja. Kannst du hier noch? Die Barrikaden? Und hier und da und hier. Haben wir dann 5000? Okay, jetzt will ich was ausprobieren. Nee, 5000 wäre schön. Wo nimmst du das ganze Geld her? Den Bienenbaum gebaut. Ja, den habe ich auch überlegt, mir den zu holen bei Gelegenheit. Das sollte gut klappen. Aber die gehen tatsächlich, die müssen über die Bogenschützen drüber, die Fliegeviecher. Aber ja, die andere Seite leider nicht. Da haben wir noch keine Bogenschützen. Ach, dann kommen die da lang, okay. Und die kommen aus der Mitte auch noch? Oh Gott. Stimmt, da kommen wir noch diesmal welche aus der Mitte. Großartig. Wenn man sonst nichts zu tun hat. Okay, bereit. Die Frage. Sie müssen eh hier durch, die ganzen. Auch wenn sie jetzt das Tor durchbrechen. Ich glaube, wir sollten da vorne eine Engstelle bauen. Also wirklich alles an Fallen hin, was wir haben. Ja, mit 196 kriege ich da nicht viel hin. Naja. Auch ja noch nicht. Genau da! Na, dann schauen wir, dass wir die Luftabwehr bilden. Ja, noch ist die Luftabwehr nicht ganz so wichtig. Ach, die kommen ja erstmal von da, okay. Mal gucken, was der Baum jetzt macht. Vorsicht! Baum macht Fluggegner. Noch gar nichts. Fluggegner in der Luft! Mach mal einen richtigen Anschießen. Nee, wir müssen nicht zwingend. Sollen okay, auch selbst abgegeben werden. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Ich glaube. Einer sollte links, einer sollte rechts, einer sollte Mitte. Ui. Sie oh, shit. Haben ein Tor aufgebrochen. Da kommen sie. Das
Das liegt mir einfach im Blut. Verzeihung, von was bist du nochmal der Boss? In unserem Rissraum sind Feinde! Sie betreten den Riss! Oh, fucking hell, wo kommen die her? China! Mehr Feinde! Die gehen oben entlang, wie sind die oben hochgekommen? Die Flieger? Na wie wohl? Ja. Und die hier? Die haben nicht den Weg genommen, den wir oft haben. Den müssen wir unbedingt unten zusperren. Ja, ich habe leider nicht genug Geld. Noch nicht. Fünfmal größer, fünfmal toter. Hey, sie haben umgedreht, glaube ich. Ja, zwangsweise. Nee. Nein, die greifen oben meine Bogenschützen an. Fine, wir müssen die Barrikaden woanders hinstellen. Nicht während der laufenden Runde. Ja. Gewinnen liegt mir einfach im Blut. Hallo, Fall. Ciao, Orks. Genau, wo ich sie wollte. Hey, das heißt, jetzt können wir unten zumachen. Oder wenigstens unten sehr viele Fallen hinstellen. Perfekt! Und die stellen wir dahin. Okay, ich bin schon wieder blank. Ja, ich doch auch. Hier und da und hier. Na, hast du gehört? Also was anderes kann da ich ja auch nicht. Weitere Feinde. Fluggegner im Anflug. Andere Seite. Fluggegner in der Luft! Von was bist du nochmal der Boss? Dafür brauche ich mehr Münzen. Als
Nur in deinen Träumen. Sally sorgt für Sauberkeit, ja? Das wirkt unnötig, Bruder. Was sorgt die Billy für Sauberkeit? Ja. Was hat sie denn gemacht? Powerwash Simulator. Ah. Dem bist du jetzt auch zur Zeit gefallen, ne? Nein. Hat was Meditatives. Bisten gerade. U-Bahn-Station. Ah, doch schon so weit. Keine Ahnung, was es noch alles gibt. So, okay. Bin echt zufrieden damit. Diese Magie hätte schon lange weitergegeben werden sollen. Ja, die Billy hat gestern ja erst rausgefunden, dass es neue Level gab. Ach so? Gut, ja, Zeit. Alles ist perfekt zum Töten angeordnet. Nur kurz 1, 2, 3. Das liegt okay, mir einfach okay. Im Blut. Also die Armbrüste und die Bogenschützen zusammen machen, glaube ich, gute Arbeit. Das kann gut sein. Oh, okay, du hast deinen Haufen hingestellt. Ja, ich habe noch ein paar Laserfallen. Ja, also falls du dich wunderst, warum ich zwischendurch immer mal nicht mehr schieße, dann bringe ich Fallen an und sammle Gold auf. Ja, so ungefähr das gleiche mache ich auch. Ich wäre soweit. Da kommen weitere Feinde! Ich petz doch gar nicht, Belly. Ich habe bloß beobachtet, was ich für Pop-Ups hier von Steam bekomme. Vorsicht! Fluggegner! Sie greifen die Barrikade an! Okay, out. Fluggegner im Anflug! Jetzt kommen sie von der anderen Seite auch schon. Fluggegner in der Luft! Da ist eindeutig tiefes Niveau. Jetzt sollte ich versuchen. Ja, zu viel los. Gestorben. Eine Barrikade wird angegriffen. Und schießen.
Genau, wo ich sie wollte. Ein großes Puzzle des Todes. Viel leichter, als ich dachte. Draußen haben sich auch welche festgekämpft. Für die meisten schwer, für mich kinderleicht. Ja, sie kämpfen halt dann so gegen unsere Bogenschützen. Und hier und da und hier. Breiter geht's gar nicht mehr. So, ja, hier wollte ich ja noch was verändern. Das hier, das hier, das hier. Ja, was auch immer du schon wieder Lustiges machst. Okay. Da fehlt noch eine Reihe. Ja, ich weiß, ich muss noch das hier machen. Dann sollen sie da mal durchgehen. So. So, das ist ungefähr blank. So breit die Durchgänge, wie sie sonst auch wären. Vielleicht etwas weniger. Und dafür gleich alle hintereinander. Sind tatsächlich etwas weniger. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 statt 5. Ja. Vorsicht! Fluggegner! Barrikade. Das wäre auch noch mal cool, wenn man die Dinger reparieren könnte. Kann man mit dem richtigen Zeug. Barrikadenaufwertung, die Leak-Barrikadenaufwertung zum Beispiel. Müsste es sein, auf alle Fälle der Fallen-Rücksetzring. Die Großen sind nicht. Ah, okay. Das ist dann auch unique. Ich will lieber die passive, schnellere Fallen-Rücksetzung. Fünfmal größer, auf jeden Fall was Gutes. Fünfmal toter. Feinde beim Riss! Ich will das wirklich nicht nochmal machen. Komatika, der Boss ist da. Was? Und er fliegt. Wo ist er denn? Ach, da oben. Glaube ich kaum. Welcher ist es denn von denen? Bist du noch mal der Boss? Ach, da. Wir haben ihn. Da war aber kein Schädel. Wow, das war der Hammer. Das sollte gut klappen. Ihr habt das gesehen, oder? Alles läuft wie geschmiert. Genauer geht's einfach nicht. Ihr tötet viele. Das fühlt sich alles zu einfach an.
platzieren macht immer Spaß. Die Kühe sind in der Luft. Du hast die letzte erwischt, als du gerade am Sprung warst. Der Luftdance. Ja, wenn man sonst nichts machen will. Ja, habe ich jetzt genug Fallen zurückgesetzt? Nein, eine fehlt noch. Ich muss das Schmuckstück noch einmal aktivieren. Da kann ich halt bei Aktivierung Barrikaden oder Fallen mit Passiv schneller zurückgesetzt nehmen. Ah, okay. Heute habe ich noch drei. Kann ich nichts mehr aufwerten. Sag, wenn du bereit bist. Ja, Smu, das sind die neuen ne, PCs. Ich habe gesehen, du hast eine ganz normale Luftkühlung. Da wundert es mich nicht, dass du neben einem Backofen stehst. Ja. Oh, bin fertig. Ist fertig, sagst du? Dann ja. Fahren wir doch fort. Und diesmal ein normales Level. Ja, diesmal wieder. Normale. Die Ordensenklave. Warum regnet? Regnet gar nicht draußen? Ach hier. Nicht, dass ich etwas von Rissen und Rissmagie und all dem anderen Magiezeugs verstehen würde, aber hier kommen sie lang. Diese dicken Ork-Armeen unsere Risse zur Fortbewegung. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Ordensrisse nutzen. Wir können, die können wir fast nicht umleiten, außer hier einmal. Sein. Da egal. Außen rum wäre vielleicht wahrscheinlich das Beste. Ja, genau das meinte ich. Ja. Wir machen hier oben einfach dicht. Auf zehn Spitzen durch das Fallenfeld. Kriegst du hier noch eine Doppelbarrikade rein? Ja, natürlich. Das sitzt wie angegossen. Man kann ja aber fast nichts mehr setzen, ne? So, wir haben hier. Ne, Moment, wo kommen sie jetzt überall durch? Da ist der Auftriffpunkt. Dann kommt hier unten einmal die Pflanze rein. Sie ist zwar relativ weit hinten, aber noch geht's. Oh, warte, bevor du was machst, muss ich noch was austauschen? Nee, okay. Dann bin ich bereit. Hör mal euch vorwärts. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Da kommen sie. Wir fliegen. Fluggegner im Anflug. Ich habe kaum noch Mana. Und was kommt denn da? Hast du noch nicht mitbekommen, dass die Viecher, die Flugviecher auch schießen? Nein, ich meinte die Feuerteufel-Dings da. Aber wo fliegen die lang? Ja, die fliegen hier oben über die Brücke rüber. Sind dann das nächste immer noch von da? Da kommen weitere Feinde! Die Sache, sie sind wie Fluggegner in der Luft! Hier können sie nicht reinfliegen, nur hier.
Mist, die Falle hätte ich nicht mitnehmen sollen, die ich mitgenommen habe. Bringe ich hier ziemlich wenig. Seine Zeiten als Boss sind vorüber. Dafür habe ich einfach nicht genug. Die Archive sollten öfter von mir berichten. Okay, jetzt kommen sie auch von da drüben. Heißt, hier sitzen wir. Das hin. Alles ist perfekt zum Töten angeordnet. Okay, die hat sich schon ein bisschen ausgebreitet. Ein großes Puzzle des Todes. Wir können nicht ausgeben, was wir nicht haben. Okay, mal gucken. Das Puzzle des Todes. Da kommen weitere Feinde! Ja, sie kommen erst von da. Blöden Fliegeviecher. Das wird ein nicht weiteres passieren. Tor wird angegriffen. Ja, ich gehe mal rüber. Unsere oh shit. Sind erneut Glück durchgebrochen. Ist das nur ein Spiel, richtig? Das war Vorsicht, viel Fluggegner. Als ich viel jünger war. Was? Sie betreten den Riss. Genug Münzen. Was? Was ist denn hier durchgeflogen gerade? Keine Ahnung. Wer hat hier wen eingeschüchtert? Jetzt kommen sie noch aus dem letzten Tor. Im letzten genau, Tor. Genau, wo ich sie wollte. Ach, das ist diesmal von der anderen Seite. Perfekt. Ich glaube, wir kommen zumindest keine Flieger lang dann. Könnte sein, ja.
das Fallenfeld. Ich habe hier oben mal eine ein bisschen was Größeres hingestellt. Das sitzt wie angegossen. Wir fürchten nicht. Niemand war je bereiter. Da kommen weitere Feinde. Okay, sie kommen als erstes im Neuen. Die Feinde greifen an einer weiteren Front an. Ja, sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Da kommen sie. Blühen auf der Pflanze stehen bleiben, jawohl. Bin gleich tot. In der Luft! Geh doch endlich kaputt, Zoff jetzt. Ohne Münzen kein. Ah, erstmal die Schiene beschützen. Oh, da kommen aber welche. Ja, das sind die ersten. Oh, so kleiner durch. Hallo Fallen, Ciao Orks. Fluggegner im Anflug. Was? Oh nein! Wir haben die Hälfte unserer Risspunkte verloren! Kommen denn die auf einmal her? Ich hätte gedacht, du warst hier unten. Nee, ich war bei dir mit beschäftigt. Die unten habe ich total vergessen. Ich glaube, bei einem müssen wir einen Weg müssen wir nur zumauern mit Fallen und den Rest müssen wir dann beschützen oder so. Wenn ich keine Kinder unterrichte, gewinne ich. Weil das ist ja Wahnsinn, was hier durchgeht. Also an der Masse. Wann war ich jemals nicht bereit? Alles gut. Da kommen weitere Feinde. Los. Etwas auf mich selbst. Gas. Vorsicht. Das macht gar nicht. Wo ist er denn? Ab von unten, okay. Geht zum Riss. Ja, und zumindest ein paar werden wirklich durch die Stoßfeile, die ich aufgestellt habe, runtergestoßen. Ich sehe es wieder, wie es da rechts aufkloppt.
Nicht die effektivste Falle auf der Karte hier, weil es kaum Stellen, wo man die aufstellen kann. In der Luft! So viel Macht an einem Ort. Was? Wo kommen denn die her? Ich hätte gedacht, die hat's aufgehört. Ich dachte ich auch. Hey, nein, nein, nein! Oh. Dachte, der war umgefallen. Fünfmal größer, fünfmal größer. Eine Barrikade wird angegriffen. Jetzt. Fantastisch. Fluggegner im Anflug! Dafür habe ich einfach nicht genug. Das liegt mir einfach im Blut. Das kommen sie von da auf. Die sind nicht leicht tot zu kriegen. Unser Riss schließt sich. Ey. Sie greifen die Barrikade an. Nein. Aber wir haben verloren. Ja. Das erste Mal, dass wir verloren haben. Ich hab's einfach nicht geschafft, die umzurotzen. Und es gibt nicht mal einen einzigen Schädel dafür. Ja. So. Dann versuchen wir das mal erneut, oder? Aber bevor wir das erneut versuchen, machen wir einen Cut. Machen wir das. Wir brauchen eine Pause. Ja, eine ganz kurze Pause. Ups. Das habe ich einfach ausgemacht. Ich noch nicht. Ich habe den Fehler mit drauf. Macht's gut. Bis dann. Ciao.